Herzlich willkommen zu einem neuen Video, hier zu meinem 350 Abonnenten-Special. Vielen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut, als ich die erreicht habe. Ich habe für euch heute einige schöne Artikel rausgesucht, unter anderem die Thunder Kong Max von Leslie. Allseits bekannt, denke ich. NEM 41 Gramm, verteilt auf 6 Rohre. Ja. Als nächstes die allseits bekannten Space Sound Raketen von Kellerfeuerwerk. Hier 12 Stück in einer Schachtel. NEM 17,4 Gramm, also ca. 1,23 Gramm sowas pro Stück. Kleine Pfeifrakete mit Quäcklingaufstieg. Dann die Domino-Fontäne von Weco Feuerwerk. Brenndauer 19 Sekunden. Eine kleinere Fontäne, schon etwas beschädigt. Eine Art Posten. So sieht die aus an sich. Die NEM wurde hier leider überklebt. Da unten müsste sie eigentlich stehen. Aber ich denke so 20, 25 Gramm müsste die haben. Ach, hier steht es doch bestimmt auch. Ja, 24 Gramm. Also habe ich ganz gut geschätzt. Ja. Dann haben wir hier die kleinen Creepers von Leslie Feuerwerk. Sind kleine Brummerketten. Ganz witzig. Und ja. Römisches Licht von Leslie. 10 Schuss. Sind recht klein, finde ich aber trotzdem für die Größe und für den Preis immer sehr, sehr gut. 2,5 Gramm NEM. Und ja, kommen wir zu den Böllern. Wir haben hier eine Weco Knallkette mit 40 Schuss. A-Böller von Keller. China-Knaller von Weco. Zwei etwas ältere Keller-D-Böller, trotzdem ranzig verarbeitet. Richtig, richtig schlecht. Waren aber, glaube ich, trotzdem nicht schlecht. Riesen-China-Böller-D von Weco, auch schlecht verarbeitet. Sind aber recht hart. Die von Keller, ja, auch, naja. Und der ist auch noch ein bisschen größer, ein bisschen dicker, wie man das hier sieht. Noch was ganz Feines, und zwar Keller-kubischer Kanonschlag. Oder Cubic Thunder heißen die ja. Mit einer NEM von knappen 6 Gramm. Nicht schlecht. Zuletzt China Böller D von Leslie Feuerwerk. 4 Stück in der Packung. 7,6 Gramm auf 4 Böller. Sind nicht ganz so gut, aber waren recht günstig. Und wir haben auch noch etwas ältere Keller Pyrocracker mit wunderschönem Label und Backcover. Pyrocracker. NEM 6,48 Gramm auf 8 Stück, das ist für Pyrocracker ganz ordentlich. Aber ganz so alt sind sie nicht. Jorge Dämonenrakete kennt, denke ich, so gut wie jeder. Brokat, OW, Brokat Stars, also Goldene Krone sowas, NEM 9 Gramm, Klasse 2 natürlich. Sind somit die Größen aus der Treiberraketenserie von Jorge. Kommen dieses Jahr, glaube ich, ein paar neue. Ja, sehr, sehr schick. Für den Preis einfach immer wieder schön. Aber ihr seht selbst. Und zwei Weco Super Böller 1 in zwei verschiedenen Ausgaben. Einmal hier NEM draufgeschrieben, 1,72 Gramm. Und einmal nicht. Die BAM-Nummer, kann ich mal schauen. Artikelnummer ist die gleiche. BAM ist unterschiedlich. Also vielleicht sind die auch noch ein bisschen anders. Der eine, naja, der hier ist nicht so fest. Der hier aber auch nicht. Aber Verarbeitung auch bei beiden. Naja, hier der hat aber noch eine recht gute Wandung. Wobei, ich glaube, der ist fast der aktuellere. Mal schauen. Okay. Soll ich das wegschmeißen? Weco Pyrocracker. Weco Lady Cracker. Hier! Was ist das? Knallkette. Achtung! Der kommt doch nicht so! Keller D-Böller. Geh weg! Boah, der war gut!
Der war gut. Junior Chico. Die Five. Boah, die ist sogar ganz schön laut. Ja. Gar nicht mal so schlecht. Der war auch nicht schlecht. Junge, was war das? 30 Grad weiter nach rechts. Römisches Licht. Der war gut. Frosch. Ach, warum zündet der denn so früh? Keine Ahnung. Nochmal einen von den sehr guten Keller-Dieberlern. Geh weg. Die sind echt richtig gut. Ich habe einen Splitter abbekommen. Veko Domino Fontäne 2. La Kubi. Jo! Der war auch heftig, Alter. Der war heftig. Würzig, der richtig. Veko, kubischer Kanonschlag. Creepers. Geh weg. Jo! Jorge Dämon. Gold. Wundergeile Raketen. Schicker Zerleger und ein schönes Goldbouquet. So muss das sein.